Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe. Und heute gucken wir uns natürlich nochmal an, was der gute Baru mitgebracht hat. Und er hat auch eine sehr interessante Waffe dabei, deswegen werden wir darüber auch ein bisschen fachsimpeln später auf dem Schiff. Und gegen ganz am Ende natürlich, wie immer, gibt es meine Verlosung von meiner Glyphe. Davor, aber bevor wir das Ganze starten, gucken wir mal ganz kurz einen Blick rüber in die News. Da steht nämlich Mask of the Revenant Update coming soon. Das heißt, The Revenant ist bald da. Wobei, diese Nachricht kam vor ein bisschen mehr als 24 Stunden jetzt. Und ich weiß ja nicht, was die DE so mit bald meint. Aber wenn ich in der Regel rufe, ich komme gleich oder bald, dann meine ich gewiss nicht hier im Haus zum Beispiel, dass ich einen Tag später erst komme. Aber wie dem auch sei, DE soll machen, solange sie wollen. Hauptsache, wir kriegen nach einem funktionalen Warframe und nicht einen Warframe, der jetzt mit 1000 Hotfixen belastet wird. Ja, hoffen wir einfach mal aufs Beste. Aufgeschlagen ist Baru diesmal am Saturn. Auf dem Kronia Relais. So, und da wäre ich bei dem guten Baru aufgeschlagen. Und wie wir schon sehen können, ein Tag und 17,5 Stunden. Und dann ist der gute Baru wieder mit allem, was er hat, verschwunden. Und schade, dass sie die Zeit jetzt reduziert haben. Nicht mehr, dass er bis Montag ungefähr da geblieben ist, sondern wieder mal nur bis ungefähr Sonntag gegen 15 Uhr. Schade eigentlich. Ich fand die neue Zeit nicht unbedingt schlecht. Hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, eben hier mal sich umzugucken. Aber wie dem auch sei. Gehen wir direkt mal auf die erste Sache ein. Das ist nämlich auch was Neues, was ich mir schon geholt habe. Nämlich die Prisma Twin Gremlins. Ja, und hier haben wir auch schon die Prisma-Version der Nagelpistole, die wir schon längere Zeit im Spiel haben. Und Nagelpistole ist nicht unbedingt verkehrt, denn wir haben tatsächlich kleine Projektile, die wir mit dieser Waffe abfeuern. Und die fliegen natürlich auch erst zum Ziel hin. Wir haben somit also keine Hitscan-Waffe und deswegen kriegt die von meiner Seite aus schon ein paar Punkte abgezogen, weil ich Hitscan-Waffen toll finde. Und alle Waffen, die jetzt extra Projektile haben, die lange fliegen müssen, finde ich dann schon ein bisschen unschön. Gerade wenn man eben, wie ich gerne, auf Ziele auch zwischendurch eben mal schießt, die ein bisschen weiter wegstehen. Wie dem aber gerade sei, gehen wir kurz auf die ganzen Stats hier mal ein. Davon abgesehen, dass die Waffe nicht gerade günstig ist unbedingt, aber 500 Dukaten und 220.000 Credits. Ja, schon ordentlich, würde ich mal sagen. Und Meisterschaftsrang 11. Akkuranz von 36,4 ist eigentlich schon ziemlich gut. Eine 23% Crit-Chance ist ganz ordentlich, aber nur 1,9-fach Multiplier ist jetzt nicht unbedingt, was ich perfekt nennen würde. Wie dem auch gerade sei, wir haben eine Feuerrate von 8,83, das ist eigentlich ganz okay. Eine Magazingröße von 70, was ziemlich fett ist. Nachladegeschwindigkeit von 0,9 und Statuschance von 23%. Soweit hört sich alles total toll an, aber wir kommen natürlich noch zum Schaden, weil bei Schnellfeuerwaffen sind natürlich die Werte in der Regel nicht so wahnsinnig hoch und das heißt, dass wir Durchschlag von 12,7 haben, Schnitt von 11,3 und Einschlag nur noch von 3. Und ich sage absichtlich nur noch von 3, weil ich habe nämlich mir die Stats natürlich schon mal angesehen von den normalen Twin Gremlins nochmal. Und aber wir gucken gleich uns die Stats nochmal genau ein und da werden wir auch ein bisschen über die Waffe hier philosophieren, weil womöglich ist diese Waffe gar nicht mal so verkehrt, zumindest für jemand wie mich, sagen wir mal so. Auch wenn die Waffe jetzt Projektile hat, die geschossen werden, ja. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und dann kommen wir zu den Primed Mods. Wir haben hier Primed Rival Ammo Mutation oder auch Primed Munitionswandler Gewehr, als auch für Schrotgewehre, als auch für Pistolen. Und ja, was machen die Teile genau? Ja, ihr baut die Dinger ein und wenn ihr Munition aufsammelt am Boden, dann wird sie eben umgewandelt. Wenn ihr jetzt halt eine Pistole gerade equipped habt und lauft über Schrotgewehrmunition, wird daraus eben Pistolenmunition oder eben Schrotgewehrmunition oder eben Gewehrmunition. Für die ein oder andere Waffe ist das tatsächlich nicht schlecht. Sofern ihr eben keinen Carrier in euch herlaufen habt, der ja für mehr oder weniger die equippte Waffe standardmäßig die, also standardmäßig aber, der hat quasi den ultimativen Ammo Mutation quasi da drin, weil er für alle Waffen quasi zählt. Aber ja, falls einer den unbedingt in seine Waffe einbauen will, weil er immer zu wenig Munition hat, das wäre auf jeden Fall mal eine gute Idee. Dann hätten wir hier Primed Regen oder auch Primed Erneuerung. Und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsmods im Spiel, muss ich persönlich sagen, weil ich benutze ja sehr oft Sentinels, also die kleinen Wächter, die hintereinander herfliegen. Und damit kriegt er eben ein paar extra Leben. Und der wird dann halt wiederbelebt mit maximalen Lebenspunkten und ist dann auch für ein paar Sekunden noch unbesiegbar. Und gerade dieser Mod in Verbindung eben mit so einem Sacrifice-Mod, der euch ja, also beziehungsweise nicht euch, aber dem Sentinel ja die Möglichkeit gibt, euch wiederzubeleben, was sein Leben wiederum auch kostet, heißt man, dann kann er das öfter machen, will ich damit sagen, ja. Heißt man, er kann euch öfter vom Boden aufkratzen und kaputt gehen, weil er hat ja ein paar extra Leben, die er verknallen gehen kann. Deswegen ist das in der Kombination absolut top.
Ja, die Maradetron, wo ich schon mal öfter den Satz gebracht hatte, ja, tödlichstes Handkopfradio der Welt. Ja, ist eine Handschrotpistole, wenn man so möchte. Und macht eben standardmäßig radioaktiven Schaden, was eigentlich ziemlich fett ist, allem gesehen. Es gibt genug Gegner im Spiel, die Probleme haben mit der radioaktiven Strahlung. Unabhängig mal davon, dass mit der Statuschance mein Typ mir noch umdrehen kann. Aber nein, gucken wir uns mal ein bisschen die Stats an, weil die haben es zwar nicht jetzt großartig geändert beim letzten Mal, aber trotzdem sollte man einen Blick drauf schmeißen. Wir brauchen immer noch dafür Meisterschaftsrang 9. Okay, wir haben eine Akkuranz von 13,3. Das ist ziemlich gering, aber okay, wir haben Schrotpistole. Wir sollten also nicht Kilometer von unserem Ziel wegstehen, was wir auch gleich noch mal sehen werden. Eine Crit-Chance von 8% und 1,5-fach Multiplier ist eine Katastrophe. Dann haben wir natürlich einen Fall-Off von 16 nach 30 Meter. Das heißt, mit anderen Worten, wir sollten vielleicht nicht auf die Idee kommen, über 30 Meter auf Gegner damit zu schießen. Am besten auf 16 Meter rum. Das wäre vielleicht ganz gute Idee. Dann natürlich eine Feuerrate von 3,33, ne, und Magazingröße von 8. Naja, sag ich mal. Immer eine Nachladegeschwindigkeit von einer Sekunde, aber eine 32% Statuschance, wodurch die Sache wieder ein bisschen besser wird im ersten Moment. Aber denkt dran, wir reden von einer Schrotpistole, da sind diese Prozentangaben ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen bei, würde ich jetzt sagen, ja. Da muss man ein bisschen wahrlich aufpassen mit. Und natürlich noch radioaktiver Schaden von 280. Und das ist natürlich der Schaden komplett mit allen Pellets. Ist eigentlich ein ganz knuffiges Teil, alles in allem gesehen. Dann hätten wir die Ketie Rasa Syandana. Und das ist auch tatsächlich eine von den Syandanas, die mir tatsächlich schon besser gefällt. An manchen Warframes sieht es, wie bei ihm hier zum Beispiel, ein bisschen komisch aus, weil diese Seitenteile hier oben so ein bisschen in der Luft hängen, aber bei ein bisschen kloberigen Warframes sieht das tatsächlich relativ gut aus, weil es irgendwie doch sich sehr, ich sag jetzt mal, dem Rücken anpasst, das Teil. Und ansonsten, naja, es hat schöne Effekte drauf und da auch viele Metallteile dran sind, kann man das auch cool einfärben und es gibt schöne Glanzeffekte dabei, ja, weil es eben metallisch wirkt. Schön, schönes Ding. Kann ich nichts Negatives wirklich zu sagen. Außer vielleicht, dass es nicht unbedingt das Beste ist, unbedingt für ihn hier gerade, wegen dem Abstehen im Rücken, aber das liegt vielleicht an seinem Rückenteil. Tja. Und dann hätten wir das Ketie Foros Set, könnte man beinahe sagen. Nämlich die Schulterteile, das Brustteil, als auch die Beinteile. Ausgezeichnet, sage ich nur. Und ich persönlich muss sagen, die Dinger finde ich optisch sehr schön. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt mit Loki dran bauen wollen, aber es gibt genug Warframes, wo diese Optik sehr nice aussieht, alles in allem gesehen. Gerade wenn man es auf beiden Seiten so dran tut. Das wirkt nicht wirklich verkehrt. Und ja, wie gesagt, auch hier sind eben metallische Teile dran, womit man das sehr cool einfärben kann. Natürlich jetzt gleich auch für den Brustteil. Sieht an vielen Warframes wirklich gut aus. Auch hier natürlich der Vorteil, dass auch, wenn man es nicht wirklich sieht, aber hier kann man es ein bisschen den Schein erkennen. Ja, metallischer Glanz ist auch hier durchaus gegeben. Das Einzige, was man jetzt ein bisschen negativ betrachten könnte, wären die Beinteile. Wobei, ich finde die deutlich immer noch besser als das andere Ketier-Set, was es sonst gab, wo da riesen Knüppel hier dran hing. Und das ist doch so, als ob man eben so eine Art Wurfdolch-Köcher eben an den Waden montiert hat. Da muss man sagen, ja, für einen Notfall, warum auch nicht da so ein Ding anbringen. Sieht noch okay aus, aber auch hier, eigentlich wie bei allen Klamotten, ist, man kann das durchaus schön einfärben und gerade die Reflexion des Metallischen wirkt deutlich besser, gerade bei Goldfarben zum Beispiel, ausgezeichnet, sage ich nur. Da kommen wir zum Odonata Alexis Skin und dazu muss ich eigentlich nicht viel erzählen, weil es ist einfach für Odonata ein Alexis Skin. Also im Endeffekt diese tollen, ich sag mal, nicht Waben sind es ja nicht, aber diese Dreiecke, die überall so ein bisschen hier montiert sind, sind auf dem Skin drauf. Problem ist, es ist ein Arcwing Skin und ich bin jetzt wirklich sehr selten mit dem Arcwing unterwegs und deswegen habe ich mir bis jetzt auch überhaupt nicht geholt. Wobei ich natürlich sagen muss, die Alexis-Sachen sehen in der Regel generell ziemlich schön aus, aber naja gut, in dem Fall lohnt es sich für mich dann doch trotzdem irgendwie nicht. Dann noch eine Noggle-Statue vom Excalibur mit dem Odonata dabei. Ja, falls einer unbedingt, wäre natürlich cool, wenn Alexis genau hierfür funktionieren würde, aber das tut er natürlich nicht. Aber ja, falls ihr unbedingt mal euren Excalibur im Arcwing-Modul am Rücken ausgestattet mal rumhängen haben wollt in eurem Schiff, dann wäre das jetzt eine Option. Warte mal, habe ich den selber eigentlich schon? Ja, gut. Dann kommen wir zu einem Covered Sentinel Mask, beziehungsweise eigentlich ist das komplette Set auch hier gegeben, nämlich das Kopfteil vorne. Mhm. Dann die Flügel. Ja. Und der Tail hinten. Jawohl. Wenn man es haben möchte, kann man eben aus seinem mechanischen Begleiter quasi Covered bauen? Naja, nicht unbedingt, aber ich meine, wenn man es unbedingt haben will und komplett haben will vor allem, dann kann er es jetzt tun. Wobei, wie gesagt, es gibt da durchaus ein paar Sentinels, wo das wirklich nicht toll aussieht. Dann haben wir noch eine Ketie Sugatra. Und da sehen wir es auch gleich schon. Dieser kleine Lederlappen, hätte ich fast gesagt, der hinten dran hängt. Ja, dieses Stück hinten mit dem Ketie-Symbol dran. Ja, da ist es auch schon. Das wäre die Sugatra. Mehr ist es nicht. Es ist einfach ein Stück, was an den Griff reingebaut wird.
Eigentlich müssten wir irgendwann mal sowas kriegen, dass wir da Stats irgendeiner Form kriegen. Weil es gibt genug Spiele, wo man durch so ein Ding tatsächlich Stats kriegt. Wäre auch Warframe nicht jetzt völlig absurd in meinen Augen, aber ja gut, man muss nicht alles nachmachen. Dann der Dragon Mod Pack. Etwas, was ich nicht unbedingt empfehlen wollen würde. Wir reden davon, dass wir 500 Dukaten und 100.000 Credits raushauen, damit wir eben 5 Mods aus diesem Paket ziehen, wo 2 garantiert selten sind. Ganz im Ernst, nee. Einfach mal nee. Es sei denn, jemand wirklich ertrinkt gerade in Dukaten und Credits, aber normalerweise würde ich das absolut, auch auf dem Markt gegen Platinum, ich würde das niemals einem empfehlen. Das ist im Endeffekt die Warframe-Variante von einem, wie sagt man so schön, das Äquivalent zu einer Lootbox aus anderen Spielen, wo man halt nicht unbedingt weiß, was rauskommt. Hier weiß man es auch nicht unbedingt, außer dass 2 Sachen selten sind. Und dann muss man sagen, das macht den Kohl meiner auch nicht fett. Wenn man hier gesagt kriegt, hey, es gibt hier gewisse Modpacks, wo ein seltener Mod garantiert drin sei. Jetzt nicht irgendein seltener, sondern keine Ahnung. Hier ist garantiert, boah, lass mich überlegen, Tempo Royal drin oder sowas. Wo man sagt dann, okay, diesen Mod kriegst du, also diesen speziellen Mod kriegst du hier auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, und noch 4 Gewürfel dabei kriegen, dann kann man darüber nachdenken. Aber nicht bei so einem Ding, wo einfach gesagt wird, ja, hier sind ein paar seltene drin. Und nach meinem Glück kriege ich nämlich so wie Power Throw oder so ein Blödsinn daraus nur. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nein, einfach nein. Nein, 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 nein. Nicht, no. Und zu zuletzt, Sands of Inaros Blueprint. Ja, wie immer natürlich, Sands of Inaros Blueprint, wo ihr eben, wenn ihr es gebaut habt, die Quest starten gehen könnt für den guten Inaros. Und ihr müsstet nur Meisterschaftsrang 5 mitschleppen und eben diese Ressourcen unten. Und nach 6 Stunden könnt ihr die Questreihe starten. Wie ich vor kurzem durch ein Video übrigens nochmal erfahren habe, durch einen der Comments, man kann dort scheinbar diese Coverts, die da als Geister rumschleichen, wieder für ihre genetischen Klamotten farmen gehen, was ja eine Zeit lang absichtlich rausgepatcht worden ist. Mal gucken, wie lange es drin bleibt. Schauen wir einfach mal. So, und dann bin ich natürlich nochmal gerade aufs Schiff zurückgekehrt, weil ich den Vergleich auch gerade haben wollte, nämlich von den originalen Twin Gremlins zu den Prisma Twin Gremlins. Wir reden davon, dass die Air Currency von 16,7 nach 36,4 verbessert worden ist. Das ist ziemlich cool. Von den vorigen 15% Crit-Chance jetzt bei 23%, ist auch noch ein guter Sprung. Und vorher der Crit-Multiplier von immerhin 1,5, was wirklich nicht toll war, zu 1,9. Ja, zu anderen Waffen verglichen ist die Werte jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber vergleichsweise mit dem Original, muss man sagen, ist deutlich besser geworden. Auch die Feuerrate von 5 nach eben den 8,83 und der Magazingröße von 30 nach 70 ist ein Riesensprung. Und selbst die Nachladegeschwindigkeit ist von 1,1 nach 0,9 besser geworden. Das ist ziemlich fett und auch die Statuschance ist besser geworden. Nur, natürlich, wie es immer so sein muss, natürlich vom Schaden, wenn man jetzt nur die reinen Schadenszahlen vergleichen wollen würde. Und zwar Durchschlag natürlich ist tatsächlich ein bisschen besser geworden, von 12,3 nach 12,7. Schnitt ist schlechter geworden, von 12,3 nach 11,3. Und Einschlag hat den großen Absturz hingelegt, eben von 12,3 nach 3. So, allerdings muss man an der Stelle natürlich jetzt sagen. Wir reden natürlich davon auch einer Waffe, die eben 3,83 Schüsse pro Sekunde mehr abfeuert. Ungemoddet. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Mods, weil ich kann in die alte auch Mods reinpacken. Deswegen ist das quasi uninteressant. Deswegen gucken wir uns jetzt, wie gesagt, nur die Stats an, die Basis-Stats, weil von da aus geht der ganze Kram ja auch im Endeffekt aus. Das heißt, man wollte ein paar Schüsse mehr abfeuern. Dann sieht es mit den Zahlen hier unten doch deutlich besser wieder aus. Nicht, dass wir unbedingt mit diesen 3 Einschlagschaden unbedingt nochmal irgendwas großartig nochmal hinkriegen können, aber wenn man generell jetzt diesen Wert hier unten, diese ganzen Zahlen hier unten mal 5 oben nimmt und hier die ganzen Zahlen eben mal 8,3, wird man feststellen, der Schaden ist tatsächlich höher geworden. Plus noch, dass man mehr Crit hat, plus, dass man einen besseren Multiplier gekriegt hat, plus, dass man auch ein größeres Magazin hat, womit man länger mitschießen kann. Das heißt, man muss mal weniger oft nachladen. Höhere Statuschance ist auch eine super Sache. Rundum auf jeden Fall eine bessere Waffe jetzt geworden. Daumen hoch, sage ich nur. Und ich spreche an dieser Stelle auch gerade noch eine andere Sache mal an. Deswegen equippe ich mal standardmäßig mal ganz kurz nämlich die AK Stiletto Prime, was meine persönliche Lieblingswaffe ist. Ist quasi die Sekundärwaffe, die ich nahezu die ganze Zeit mit mir rumschleppe. So, und hier im direkten Vergleich sehen wir es auch schon, die AK Stiletto Prime eben mit der Prisma Twin Gremlins, da ist die Trefferchance der Gremlins ist besser, die Crit-Chance ist besser, der Crit-Multiplier ist tatsächlich dezent schlechter, nur ein Hauch, auch die Feuerrate ist tatsächlich von den Gremlins besser und natürlich das Magazin ist deutlich größer, Nachladegeschwindigkeit ist tatsächlich auch deutlich besser, das einzige Merkbare, könnte man beinahe sagen, wo jetzt die Gremlins wirklich offensichtlich schlechter sind, ist natürlich einfach die Statuschance, aber 30% ist eben deutlich besser als 23%.
immer alles zusammen, also sieht, weil vieles berechnet sie eben vom Grundwert und 23 ist eben als Ausgangswert eben nicht so toll wie 30. Aber davon jetzt abgesehen, wenn man vom Schaden nach ausgeht, zusammengerechnet ist natürlich die AK Stiletto Prime pro Schuss gerechnet besser. Weil es einfach mehr Schaden ist. Aber Problem ist, bei der AK Stiletto Prime, der Hauptschadensanteil von immerhin 21,6 davon ist eben Einschlagschaden und es gibt nicht so schrecklich viele Gegnerarten, die jetzt mit Einschlagschaden Probleme haben in der Form. Wogegen Leute wirklich Probleme haben, in der Regel öfter schon eher, ist eben Durchschlagschaden und Schnittschaden. Und das ist eben, ich sag mal, aufgesplittet eben durchaus bei den Twin Gremlins gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, ich habe es noch nicht voll gelevelt, aber ich denke tatsächlich darüber nach, diese Twin Gremlins Prisma tatsächlich mal ein bisschen zu formen, weil ich denke mir, dass sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie unbedingt meine AK Stiletto Prime ablösen wird, aber für manche Gegenden, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass sie einfach besser abschneidet auf lange Sicht. Ja, ich glaube, ich werde das wirklich mal mit Formern ein bisschen belegen, das Teil, und dann, ja, werde ich euch womöglich ein Video darüber vielleicht informieren, was jetzt genau rausgekommen ist, aber rein von der Stat-Verteilung her, das sieht nicht wirklich schlecht aus. Das Einzige, wo ich mich wirklich dran gewöhnen muss, ist eben, dass die Projektile fliegen von der Knarre. Und das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich getan. So viel zum Thema Baro und der neuen Waffe im Spiel und jetzt geht's natürlich wieder hin zu meiner Verlosung hier im Spiel von meiner kleinen Glühwe im Hintergrund. Und wenn ihr mitmachen wollt, ist die Sache relativ einfach. Ihr müsstet nur gleich eine Frage, die ich stelle, beantworten und die Antwort eben in die Comments unter dieses Video packen und ihr seid bei der Verlosung mit dabei. Die Verlosung dauert auch nicht besonders lang, weil enden tut die in der Regel immer im kommenden Montag bis Dienstag und dann haue ich euch über die Comments an. Deswegen tut mir bitte den Gefallen und guckt zwischendurch, ob ihr vielleicht eine Antwort von mir gekriegt habt bei den Comments, weil sonst, ja, dann kriegt ihr halt die Glyphe nicht. Das wäre sonst schade irgendwie für andere, die vielleicht auch haben wollen, vielleicht mir geantwortet hätten. Vielleicht. Gut, aber was wäre jetzt meine Frage gewesen? Und zwar folgende Frage habe ich mir überlegt. Und zwar bald, laut DE, soll ja der Revenant ins Spiel kommen und das wird ja ein Vampir-Warframe, wenn man so will. Und ich persönlich finde, dass eine Fähigkeit, die er haben müsste, er leider nicht mehr kriegen kann. Jetzt will ich sagen, inwiefern? Lass mich kurz ausholen. Nasa ist ja im Spiel und Nasas Ultimate tut ja Speere aus dem Boden fahren lassen, um Gegner aufzuspießen. Wer jetzt ein bisschen Hintergrundwissen hat über die Ursprünge der Vampir-Stories und Dracula und so weiter, und dass es ja eigentlich der, wie war das, Vlad the Impaler war, also der Leute gefailt hat und so, meint ihr nicht auch, dass ein Vampir-Warframe nicht besser mit diesen Fällen aus dem Boden hantiert hätte? Wäre das nicht eine sehr gute Idee sogar geworden, also gewesen, eigentlich? Aber leider hat Nasa dummerweise diese Fähigkeit nur mal vorher gekriegt. Ich wäre jetzt fast geneigt zu sagen, dass wir eine Petition starten und sagen, hey, sollten wir nicht Nasa den Ultimate wegnehmen? Und am besten, wir tauschen einfach die aus. Nasa kriegt jetzt das von Revenant und der Revenant kriegt jetzt von Nasa diese Spikes aus dem Boden, diese Pfähle, diese Lanzen, die da rausragen und dann, um Gegner aufzuspießen. Inhaltlich würde das echt gut passen. Also jetzt rein vom Feeling her. Es ist zwar blöd mit dem, dass man ja Gegner übernimmt und dass die einfach einen kämpfen und dann würde man es aufspießen, was ein bisschen blöd wäre, aber generell, es wäre stylisch ohne Ende. Mal im Ernst, es wäre absolut stylisch ohne Ende. Aber was ist eure Meinung dazu? Das ist tatsächlich die Frage. Was wäre eure Meinung dazu? Würdet ihr das unterstützen, dass wir von Nasa die Ultimate wegnehmen und dem Revenant zu geben? Weil für einen Vampir, für den sie selber auch mal zwischendurch Vlad genannt haben, witzigerweise, als Projektname, da muss ich ganz ehrlich sagen, wär nicht sinnig, wenn er dann auch eine Fähigkeit kriegt, die dann ihm als Vampirfürst womöglich gerecht wird? Ich meine, ihr müsst mich nicht fragen, ich würde natürlich ja sagen, aber ich will ja eure Antwort wissen, deswegen haut mal rein in den Comments. Selbst wenn ihr die Glyphe nicht haben wollt, trotzdem könnt ihr eure Meinung kundtun in dem Zusammenhang. Und ja, das war's von mir erstmal wieder. Danke fürs Zuschauen und Zuhören, das war Mika 3 und ja, wir sehen uns dann bald wieder, wenn Revenant auftaucht. Mal gucken, wie gesagt, wann das bald wirklich ist, ob das heute oder morgen oder übermorgen dann sein wird. Und ja, dann gucken wir uns mal an, was die Questreihe dazu sagen. Also das ist bestimmt erhellend in mancher Hinsicht, hoffe ich zumindest. Bis dahin also erstmal und ciao.